Altstadt von Xanthi. Wenn ich eine märchenhafte, sonnendurchflutete Stadt malen wollte, die Gegensätze sowie verschiedene Bau- und Kunststile harmonisch verbindet, wenn ich Pflastergassen voller alter Herrenhäuser mit kunstvollen Balkonen und Geländern begehen wollte, wenn ich den Duft der Blumen riechen wollte, höflichen Frauen begegnen wollte, die ihre Blumentöpfe gießen, an Türen mit Türklopfern läuten, hineintreten, mich von den kunstvoll bemalten Decken bezaubern lassen. Wenn ich durch Straßen schlendern wollte, die nach Heiligen, Helden oder Stiftern benannt sind, wenn ich an Straßenkreuzungen unentschieden stehen bleiben wollte, die den Spaziergänger mit unvergesslichen Erlebnissen locken, fröhlichen und gastfreundlichen Menschen die Hand geben wollte, verschiedene Dialekte hören, wenn ich mich in Kaffeehäusern ausruhen wollte oder in den Tavernen die typischen traditionellen Xanthi-Gerichte genießen, dann würde ich die Altstadt von Xanthi besuchen, die lässig am Fuße des Berges der Rosen ruht, auf dessen Abhängen ich immer noch die Pferde des Königs Diomedes galoppieren zu hören glaube. Um dort in den Wäldern, die die Stadt umschließen und in denen die Klänge früherer Zeiten immer noch widerhallen, Orpheus mit seiner Lyra singen zu hören. Όμορφο τραγούδι, κοριτσάκι μου. Πού το βρήκες? Σ' αρέσει, παππού. Μου το έστειλε η πόλη. Α, η Ξάνθη. Η παλιά πόλη. Έτσι θα είναι. Διότι έπρεπε εκείνη να σου το στείλει. Και τι μου θύμισες τώρα, κορίτσι μου. Μια δασκάλα του πιάνου, στα παλιά χρόνια. Που είχε πάρα πολλά παιδιά που μάθαιναν πιάνο. Και είχε και μαθητή, τον Μάνο το Χατζηδάκι. Που εκείνος χτύπησε τα πρώτα πνίκτρα στο πιάνο της. Από την κυρία αυτή, την Αμπένσια την Αντωνιά. Πολύ ωραία. Για να δω, τι είναι αυτές οι φωτογραφίες που κοιτάζεις? Είναι η παλιά πόλη της Ξάνθης, πολλά χρόνια πριν. Στις αρχές του περασμένου αιώνα. Αυτές εδώ οι φωτογραφίες δημιουργούν ένα παραμύθι. Εδώ μεγάλωσε. Ένα πολύ μικρό κομματάκι κορίτσι.
Το γράψα κι εγώ. Όταν ήμουν σαν και σένα. Μίλησέ μου για την Ξάνθη παππού. Πες μου την ιστορία της παλιάς πόλης. Σου μιλάω για μια πόλη πανέμορφη. Που δεν είχε τίποτα μα τίποτα να ζηλέψει και από τις πιο φημισμένες πόλεις του κόσμου. Xanthi, die Stadt der tausend Farben. Ihre Geschichte reicht in die mythische Zeit zurück. Ihren Namen verdankt sie einer hübschen Amazone oder einer Tochter des Uranus. Die Osmanen nannten sie Iskeje. In frühen Zeiten entstand der Mythos des Orpheus und seinem betörenden Lyraspiel. Hierher kam Herkules, um die wilden Pferde des Königs Diomedes zu zähmen. Auf den Abhängen von Rhodopi feierten Dionysos und die Mänaden die Feste des Bacchus. Die archäologischen Funde bezeugen den Durchmarsch der Römer, der Kreuzritter, der Byzantiner. Ende des 14. Jahrhunderts beginnt die osmanische Besetzung. Die Befreiung kommt im Oktober 1919. Doch während der zwei Weltkriege breitete sich die Herrschaft der Bulgaren über die Stadt aus. Seit Frühling 1945 bildet Xanthi einen Teil Griechenlands und baut als freie und sichere Stadt seine Geschichte weiter auf. 1829 wird Xanthi von verheerenden Erdbeben zerstört. Doch die Altstadt wird wieder aufgebaut. Mit Liebe und Eifer. Reiche Tabakhändler schmücken die Stadt mit schönen Herrenhäusern. Verschiedene architektonische Stile. Die Stadt hat alles Mögliche. Botschaften, Konsulate, Kinos, Autos, Schulen. Eine Mädchenschule mit Lehrern aus Konstantinopel. Xanthi war eine äußerst lebendige Stadt. Der Tabakhandel bildete die Basis für Kultur und Wohlstand. Hübsche, noble Frauen, ihre Kleider aus Seide und Organza, spazierten durch die Pflasterstraßen der Stadt, um die berühmten Hutmacherinnen und Schneiderinnen zu besuchen. Es gab viele Feste und Soirees und jede Frau wollte dabei auffallen. Genauso wie früher pulsiert das Leben in Xanthi immer noch in den Nachbarschaften. Die Kinder spielen sorglos in den engen Gassen. Die Frauen sticken ihre Erinnerungen mit goldenem Faden in ihren Vorhöfen voller Blumen. Als Ausdruck ihrer Gastfreundschaft bieten sie den Gästen traditionelle Süßspeisen an. Der Besucher kann durch Pflastergassen bummeln und die kunstvollen Herrenhäuser bewundern. Er kann die farbigen Kunstwerke entdecken, Maler oder Ikonografen treffen, sich Souvenirs in einem der Antiquitätenhäuser der Stadt aussuchen, Symbole einer anderen Epoche. Er kann Ouzo in traditionellen Lokalen und Kaffee in modernen Cafés trinken, eine Kerze in einer der alten Kirchen anzünden. In der Luft schwebt der Geruch von frisch gebackenem Brot, mischt sich mit dem Duft der Blumen, mit den Tönen des Klaviers, die aus den offenen Fenstern der Altstadt strömen. Überall grün, auf den herumliegenden Bergen, in der Stadt, der Blick bleibt hängen, die Seele baumelt. Die Menschen sind nett und freundlich, geben einem gerne die Hand, unterhalten sich mit einem, voller Stolz auf ihre Heimatstadt, die sich mit keiner anderen Stadt in Griechenland vergleichen lässt. Wenn der Mond sein goldenes Licht auf den Fluss Kosinthos wirft, der die Stadt in zwei Teile teilt, verändern sich die Farben, die Emotionen, die Bilder. Die Stadt feiert wie damals. Die Stadt ist jeden Abend voller Leben. Es muss kein Feiertag sein. Mühe und fantasievoll renovierte Herrenhäuser, umgebaut zu modernen Kneipen, zu malerischen Tavernen, mit bemalten Wänden, mit der Behaglichkeit von Holz und Stein. Lokale für Schlemmer. Getränke, Musik,
leckere Vorspeisen, Süßigkeiten. Πέρασε τόσα πολλά αυτή η πόλη, παιδί μου. Αλλά δεν γονάτισε. Όσοι ήρθαν να κατοικήσουν εδώ, την αγάπησαν. Τη στόλισαν με σπίτια περίτεχνα, όπως της πρέπει. Κοίτα. Τι όμορφο που είναι. Και αυτό, και αυτό. Λες και το κάθε σπίτι έχει να μου πει μια μαγική ιστορία. Πολύ σωστά. Γιατί οι Ξάνθοι κτίζονταν από πολύ παλιά. Οι Ξανθιώτες έκτισαν σπίτια μοναδικά, ξεχωριστά. Διάλεξαν την πέτρα, το ξύλο και το σφυριλατημένο σίδερο. Α, κοίτα τι όμορφα που είναι ντυμένες, σαν τη γυναίκα της φωτογραφίας εκεί. Πλούσιοι άνθρωποι. Από πού? Κάποτε η παλιά πόλη έσφιζε από ζωή. Οι κάτοικοι ήταν εύποροι, γιατί εμπορεύονταν τον μπασμά, τον πιο φημισμένο καπνό του κόσμου. Και οι μοδίστρες, έκαναν χρυσές δουλειές, γιατί οι αρχόντισες ήθελαν να είναι καλοτημένες. Ξέρω, με τάξη και οργάντζα, όπως τα παραμύθια. Για τα σπίτια, για τους ανθρώπους, για τους πλούσιους, για τον πασμά. Έλα να δεις, να σου πω για το μαγικό φυτό που έφερε πλούτο και φήμη στην Ξάνθη. Seit Ende des 17. Jahrhunderts und insbesondere Anfang des 18. Jahrhunderts war der Xanthi-Tabak, der sogenannte Basma, weltberühmt. Der Tabakhandel war wichtigste Einnahmequelle. Selbst der Sultan und sein Hof kauften Tabak bei den Tabakhändlern in Xanthi. Man sagt, die Tabakpflanzungen in Xanthi bergen ein Geheimnis. Sonne, Feuchtigkeit, unfruchtbarer kalkreicher Boden, langsam verlaufende Gärung, Geheimnisse der Entstehung dieses unvergleichlich geschmackvollen Tabaks, des Basma. Zahlreiche Tabaklagerhäuser sind bis heute erhalten und demonstrieren den Wohlstand der Stadt. Αυτά εδώ τα λένε τόνια. Και αυτά τα μικρά τογκάδια. Α, πόσα ξέρεις πονηρούλα μου, περισσότερα και από μένα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτά τα ξεράφυλλα θα χάριζαν τόση δύναμη στην πόλη. Την έκαναν πασίγνωση στα πέρατα του κόσμου. Και μετά, τι έγινε, πώς συνεχίζεται η ιστορία μας? Για να γνωρίσεις την παλιά πόλη, παιδί μου, πρέπει να την περπατήσεις. Να μυρίσεις τα λουλούδια στους κήπους. Να σφίξεις το χέρι των κατοίκων. Να χτυπήσεις πόρτες σπιτιών. Να δεις πως ζουν οι άνθρωποι. Έλα, πάμε και θα σου τα πω στο δρόμο.
Altstadt von Xanthi verzaubert ihre Besucher mit ihrem einzigartigen Charakter, mit ihrer Kultur, mit ihrer Geschichte. Nach den Erdbeben von 1829 beginnt 1830 der Wiederaufbau Xanthis. Dabei entsteht eine Mischung verschiedener architektonischer Elemente, die einzigartig mit der Tradition vermählt werden. Handwerker aus Nordthrakien, Makedonien arbeiteten zusammen mit einheimischen Bauarbeitern, Malern, Steinmetzen, Bildhauern, Schmieden, Töpfern, Schreinern. Und die Mischung ihrer Kunstarten ergab ein bezauberndes Ergebnis. In Xanthi kamen die Kudarei an, Handwerker aus Epirus, die die Hausfassaden mit ihren Reliefsymbolen, den Kudaritika, schmückten. Die Altstadt, ein Freilichtmuseum voller Farben und Gerüche, ein dreidimensionales Gemälde. Bei einem Spaziergang durch Xanthis engen Gassen erlebt der Besucher einen Schauplatz beeindruckender architektonischer Vielfalt. Römische Viertel, Bauernhäuser, Patrizierhäuser, imposante Bauten in osmanisch-klassizistischem Stil, Häuser mit Galerien in orientalischem Stil, Herrenhäuser, die an italienische Renaissance oder deutsche Romantik erinnern, mit gezackten Wandkanten, zentraleuropäischer Art Deco. Alles bewundernswert. Papu, κοίταξε αυτό τον τοίχο. Γιατί είναι έτσι οι γωνίες των σπιτιών? Επειδή οι δρόμοι ήταν στενοί, γι' αυτό κόβαν τις γωνίες στο δρόμο για να μπορούν να κυκλοφορούν τα κάρα και τα αυτοκίνητα. Όλα τα σπίτια είναι έτσι. Αυτό εδώ το κομμάτι όπως είναι, μονάχα στους δρόμους που ήταν στενοί, στις γωνίες κόβαν, όχι παντού. Αυτό εδώ το κόψιμο του τοίχου το λένε φαλτσογωνία. Im Stadtviertel, rund um die Kathedrale, sind die Trakiotika. Häuser mit gekrümmten Giebel und Rundgalerien. Auf der Eleftherio-Venizelu-Straße kann man die epirotischen Herrenhäuser bewundern, erbaut nach 1870, Gasthäuser und Geschäfte. Die epirotischen Handwerker, Kenner der Verarbeitung von lokalem Granit, kombinieren verschiedene Stilrichtungen. Hauptmerkmal ihrer Bauten ist der Stein, der der Hausfassade besondere Eleganz verleiht. Aus lokalem grauen Granit, extrahiert aus dem Flussbett des Kosinthos, wurden die Geschäfte aus Stein erbaut. Die mazedonischen, große traditionelle Bauten mit eindrucksvollen Galerien, die an Patrizienhäuser erinnern. Die Pinakothek ist sicherlich einen Besuch wert. Typisches Beispiel westmazedonischer und epirotischer Architektur. Die Mischung der Stilrichtungen führte zur Errichtung eleganter Bauten, eklektizistischen Baustils mit romanischen Verzierungselementen, wie das Herrenhaus aus rosa Gestein, in dem heute das Rathaus untergebracht ist. Charakteristisches Beispiel ist das Volkskundemuseum der Familie Kujumsoglu, dekoriert auf Basis roter Plinten. Das Herrenhaus Kaludis mit Außenmalerei und eisernen Gittern. Überall sieht man die unzähligen dekorativen Elemente auf Türen, Fenstern und Balkons. Man betrachtet entzückt die Ziegeldekoration und die zahlreichen klassizistischen Details des Herrenhauses des Isaac Daniel. Hier verbrachte der bekannte griechische Komponist Manos Hatzidakis seine Kindheit. Hier hatte er seine ersten Musikstunden mit einer Lehrerin aus Armenien. Αυτό το σπίτι μου αρέσει πολύ. Θα ήθελα να κάθομαι στο παράθυρο και να χαζεύω στο δρόμο. Αυτό που εξέχει το λένε σαχνισί. Σαχνισί. Μπα, και τι σημαίνει? Είναι λέξη περσική που σημαίνει ο θρόνος του βασιλιά. Εδώ οι κυράδες, όταν τελειώνουν τις δουλειές τους,
κάθονται να ξεκουραστούν και να χαζεύουν. Die Bauernhäuser. Das Haus mit den großen Galerien, erbaut 1849, das älteste der Altstadt. Und auf beiden Seiten Herrenhäuser in einfachem Baustil, aus mit Kalk überzogenen Baumaterialien, mit Vorhöfen. Und überall mit Liebe zum Detail. Wie das da, mit den zwei gleichen Türklopfern an der Haustür. Bauernhäuser mit Details, vornehmen Baustils, doch mit individuellem Dekorationsstil. Die neoklassizistischen Häuser, wie das Herrenhaus des Arztes Karambezis. Das erzbischöfliche Haus, imposanter neoklassizistischer Bau, mit Details aus der Neurenaissance, erbaut 1896. Zum Wiederaufbau des erzbischöflichen Hauses hat jeder Tabakarbeiter einen Tageslohn gespendet. Sanierte Häuser in modernem Stil, in denen Tradition und türkische Bäder, sogenannte Hammam, gut aufbewahrt sind. Das Kino und Theater Elysia, eins der wenigen Bauten mit geometrischer Konstruktion, Elemente der Art Nouveau und des frühen Art Deco, die in Griechenland bis heute erhalten geblieben sind, ist sicherlich ein Besuch wert. Gleichen Stils ist auch das Herrenhaus Karadimoglu. Hier war das Theater Apollon untergebracht. Man sagt, dass in diesem Theater Sara Bernard gespielt habe. Die eindrucksvollen osmanischen Herrenhäuser verleihen der Architektur der Altstadt ihre individuelle Note. Die Michalogleika, vier Reihenhäuser mit roten Plinten, die der epirotische Tabakhändler Ioannis Michaloglou Anfang des 20. Jahrhunderts für seine Kinder gebaut hatte, geben dem Besucher den Eindruck, sich in England zu befinden. Der äußere Charme der Häuser findet sich auch im Hausinneren wieder. Dekorateure brachten ihre Kunst aus weiter Ferne und setzten diese überall ein. Mühsam verarbeitete Bilder, deren Dekoration von der Natur inspiriert ist. Vögel, Blumen, Baumzweige schmücken die Decken, die Nischen, die Galerien, die Giebel. Auf den schmuckreichen Decken gehen Licht und Schatten spielerisch ineinander über und geben den Eindruck eines Reliefs. Sie sind teilweise mit großen Blumenkränzen dekoriert. Die Altstadt von Xanti hält noch eine Überraschung für ihre Gäste bereit. Auf dem Weg hinab zum Fluss Kosinthos zieht eine schlichte Siedlung die Aufmerksamkeit des Besuchers auf sich. Es ist Peramachalas oder das Samakov-Viertel, gelegen am Bergabhang unter dem Kloster der Panagia Archangeliotissa. Einfache Häuser, Bauernhäuser, nach individuellem Konzept gebaut, enge Gassen, die bis in die Vorhöfe hineinreichen und dabei kleine Stufen formen. In den kleinen Lebensmittelgeschäften schweben Gerüche aus einer früheren Zeit. Ouzo, Oliven, Fassholz. Samakov fehlt der Glanz der Altstadt. Doch seine Schlichtheit ist sein Charme. Papu, όλες αυτές οι εκκλησίες είναι κτισμένες από παλιά. Από πολύ παλιά, παιδί μου.
οι ξαφιώτες πρώτα έκαναν το σπίτι του Θεού και μετά το δικό τους. Έλα να μπούμε στην εκκλησία. Εσύ θα καθίσεις να ξεκούρεσαι και εγώ θα ανάψω ένα κεράκι. Εγώ σε αυτή την εκκλησία παντρευτήκαμε, Νίκη μου, με τη γιαγιά σου. Ήταν όμορφη, νύφη γιαγιά. Στακτοπούτα, όμορφη σαν και σένα. Καλώς τον, καλώς ήρθατε εδώ στον ναό του Ταξιάρχη στο Καβάκι, σε έναν από τους παλιούς ναούς της πόλης μας, και θέλω να σας ευχηθώ να έχετε την ευχή του Ταξιάρχη που εδώ είναι προστάτης και βοηθός. Ελάτε όμως να σας ευλογήσω και με τον αγιασμό, γιατί σήμερα είναι και πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Να ζήσεις. Να ζήσετε. Das Zusammentreffen christlicher und muslimischer religiöser Stätten weckt das Interesse der Besucher. Auf den dicht bewachsenen Bergen stehen drei Klöster. Das Kloster der Panagia Archangeliotissa, das Kloster der Panagia Kalamou und die Monie Taxiachon. Die Klöster umschließen als Überbleibsel byzantinischer Zeiten schützend die Stadt. Ein verheerendes Erdbeben zerstörte 1829 die gesamte Stadt. Erzbischof Eugenius, wichtigste historische Persönlichkeit, übernahm die Restauration der zerstörten Kirchen, die der Kern der Siedlungen waren. Um diese Kirchen konstruierte man die Altstadtviertel. Es handelt sich um schlichte, dreischiffige Basiliken, da die Osmanen die Errichtung imposanter Kuppeln untersagten. Die Kirche der Panmegiston Taxiachon, eine dreischiffige Basilika mit Holzdach im Stadtviertel Kavaki. Die Kirche wurde 1834 auf den Ruinen einer älteren Kirche erbaut. Der Besucher kann die geschnitzte und vergoldete Ikonenwand mit der Tier- und Pflanzendekoration bewundern. Die wundervolle gestickte Ikone des Erzengels Michael, Werk einer Frau aus Konstantinopel, die der Tabakhändler Skurow 1839 spendete. Die einzigartigen thrakischen Öllämpchen aus Kristall. 1835 wird im Viertel der Tabakhändler die Kirche des Agios Georgios errichtet. Dabei handelt es sich um eine dreischiffige Basilika mit Satteldach. Im Vorhof steht eine marmorne Stelle mit Grabinschrift. Errichtet von einem russischen Tabakhändler zur Erinnerung an seine Ehefrau Eutalia aus Xanti. Besonders interessant ist der Glockenturm neuklassizistischen Stils, erbaut 1927. Um 1838 wird das Fundament für die Kirche des Agios Vlasios gelegt, des Lieblingsheiligen der Thrakier, denn viele Kirchen in der ganzen Gegend wurden nach ihm benannt. Interessant ist auch der Kirchhof, auf dem die Kirche, das Haus des Priesters und die Schule aufeinandertreffen, Zeugen des organisierten Gemeinschaftslebens der Griechen während der türkischen Besatzung. Einen starken Eindruck hinterlässt die imposante Ikone des Jesus Christus, hergestellt 1912 vom Maler Nikephoros vom Agion Oros. Der marmorne geschnitzte Kerzenständer mit Pflanzenschmuck trägt eine Widmungsinschrift und datiert aus dem Jahre 1757. 1839 wird im Zentrum der Altstadt die Kirche des Timio Prodromu, eine dreischiffige Basilika, errichtet. Die heutige Hauptkirche von Xanti, auf Ruinen einer Kirche errichtet, die kurz vor 1809
durch einen Brand zerstört worden war. Bemerkenswert ist die Grabinschrift zur Erinnerung an den Erzbischof Eugenius. Der Glockenturm, 1924 erbaut, weist neuklassizistische und neubyzantinische Elemente auf. Fragmente von Wandmalereien bilden Märtyrer des 19. und 20. Jahrhunderts ab. Die Kirche des Akathistos Hymnos, errichtet 1861 in Usunsokaki, also im abgelegenen Viertel, auf den Ruinen einer anderen Kirche von Metropoliten Dionysos. Die wunderwirkende Ikone der Panagia Theotoku Odigitria wird ins 6. Jahrhundert datiert. Ihre Bemalung stammt aus dem 18. Jahrhundert. Der mit Steinplatten gepflasterte Vorhof mit dem Klostereingang. Die Altstadt von Xanthi hat aber nicht nur schöne Kirchen zu bieten. Ebenso eindrucksvoll wirken auf den Besucher die grafischen Privatkapellen in vielen Vorhöfen der Herrenhäuser. In dieser gesegneten Gegend leben die Gläubigen friedlich nebeneinander, wobei beide Religionen respektiert werden. So kommt es oft vor, dass neben einer Kirche ein Minarett steht oder dass das Läuten der Glocke den Gebetruf des Muezzins begleitet. Im früheren Viertel von Achyan Mahallesi befindet sich die Achyan Moschee, in der sich alle Muslime Xanthis zum Gebet versammeln. Schlichte Dekoration, ohne Ikonen, nur heilige Texte mit Fragmenten aus dem Koran. Aisha! Niki ade ela pame! Ein Besuch in der Altstadt von Xanthi ist wie eine Zeitreise. Man erlebt die gelungene Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart. Quintessenz des Märchens, es gab einmal eine Stadt, es gibt heute eine Stadt, eine einmalige Stadt, die ihren Gästen aus aller Welt die Freude des Feierns bieten kann. Παππού, σήμερα γιορτάζει η Παλιά Πόλη. Όπως παλιά, θα πάμε κι εμείς. Εμείς δεν θα πάμε. Εγώ περιμένω ολόκληρο τον χρόνο πότε θα γίνει αυτό το μεγάλο πανηγύρι. Να θυμηθώ τα νιάτα μου, να πάρω δύναμη. Θα χορέψουμε, θα γλεντήσουμε, θα περάσουμε τέλεια. Άντε, παππού, πάμε. Jeden Sommers feiert die Stadt circa 10 Tage lang die Feste der Altstadt. Beleben sie mit ihrer guten Laune, mit ihren Liedern, ihrem Tanz und ihrer Musik. An jeder Ecke werden Grillstände und provisorische Tavernen errichtet. Wein wird reichlich ausgeschenkt. In den Kulturgemeinschaften der Stadt wird das ganze Jahr über fleißig gearbeitet, um an diesen Tagen alle Gäste im Namen der Einwohner gastfreundlich zu empfangen. Renommierte Künstler
aus der Musikwelt und dem Showbusiness werden eingeladen. Persönlichkeiten aus Griechenland und aus aller Welt erweisen den Gästen die Ehre ihrer Anwesenheit und ihres Talents. Geben Konzerte auf Plätzen und unterhalten so die Gäste. Egal, wo man hinschaut, sieht man Buchmessen, Kunstausstellungen und bekannte Künstler. Eine Freude für das Auge, ein Fest für alle Sinne und Emotionen. Überall überraschende Kunstereignisse, Theater- und Tanzaufführungen und Musikkonzerte. Ein buntes Fest, das Erinnerungen weckt und als unvergessliches Erlebnis in Erinnerung bleibt. Die Feste der Altstadt von Xanthi sind einmalig in Griechenland. Tausende Menschen kommen zusammen, tanzen und hören Musik, Buzuki, Gitarre, Mandoline, Akkordeon, kombiniert mit der Lyra des Orpheus. Menschen, die bis vor kurzem einander unbekannt waren, tanzen und feiern Arm in Arm.
Am Ende jeden Sommers laden die Feste der Altstadt all diejenigen ein, die ein zauberhaftes Märchen ein wahres Fest der Erinnerungen und der Kultur erleben möchten. Ein Erlebnis, das nur die Altstadt von Xanthi bieten kann. Xanthi, die Stadt der tausend Farben. Die alten Herrenhäuser mit den Galerien, den Balkonen und den kunstvollen Geländern, dem Tabakduft, den Klöstern und den Kirchen. Eine Stadt wie ein Gemälde, ein Freilichtmuseum. Pflasterstraßen, die die Vergangenheit und die Gegenwart wie ein roter Faden verbinden. Eine Stadt wie ein Märchen. Es war einmal eine wunderschöne Stadt und ist eine wunderschöne Stadt, deren Einwohner glücklich und deren Besucher noch glücklicher leben. Thank you.